Willkommen zurück hier bei Sven Denkt. Leute, gestern hat das Land der aufgehenden Sonne, Japan, das Land der untergehenden Intelligenz, Dummland, im Fußball besiegt. Tja, vielleicht sollten sich die Leute der Mannschaft, ich nenne sie absichtlich die Leute der Mannschaft, mal in Zukunft mehr um Sport kümmern als um anderen Hafenkäse. Tja, wie würde Robert Habeck sagen? Die Jungs haben nicht verloren. Sie haben nur zu wenig Tore geschossen. Und dann sehen wir hier Nancy Faeser. Nancy Faeser zeigt Flagge, die Armbinde, One Love. Aber in Anwesenheit von Infantino, ja, den FIFA-Boss, hat sie ihre rote Jacke an. Naja, Nancy, diese Doppelmoral. Pfui Teufel. Leute hier, ich muss euch jetzt etwas zeigen, was natürlich nicht so amüsant ist. Ja. Hier sehen wir Oma Trude im Hintergrund. Oma Trude macht Essen für die Enkel, wie auch immer. Sie das bezahlt von ihrer mickrigen Rente. Und ja, was willst du machen? Was willst du machen, wenn 10.000 Euro Mietzuschuss fließen für die Beamten. Leute, das schauen wir uns mal an. Für die Beamten, und der Knackpunkt kommt ja noch. Wir müssen das bezahlen. Ja. Schade, dass ich kein Beamter mehr bin. Hätte ich auch diese Kohle bekommen. Doch ich hätte es trotzdem ungerecht gefunden. So, vorgezogene Bescherung für die Beamten. Rund 1,7 Millionen Staatsdiener. In den Ländern sollen satte Zuschüsse erhalten. Grund? Die stark steigenden Kosten fürs Wohnen, Mieten etc. Vom Geldregen profitieren unter anderem Lehrer, Justizbeamte, Polizisten. Also sie begründen das jetzt so. Der Grund? Die stark steigenden Kosten fürs Wohnen, Mieten etc. etc. Essen, Trinken, Gas, Wasser, Scheiße. Sind diese Kosten denn nur für die Beamten entstanden? Ja, los geht's in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Dort steigt zum 1. Dezember der sogenannte Familienzuschlag. Im Südwesten sollen Beamte außerdem rückwirkend für 3 Jahre, Leute, für 3 Jahre entschädigt werden. Das dürften je nach Wohnort und Kinderzahl bis zu 7.200 Euro sein. In Nordrhein-Westfalen gibt es rückwirkend für 11 Monate bis zu 4.550 Euro. Ein Kind, beziehungsweise 10.170 Euro, 2 Kinder, so die Rheinische Post. Die meisten Bundesländer wollen zügig nachziehen. Anderle, anderle! Er gab natürlich Bildumfrage. In Bayern zum Beispiel berät derzeit das Kabinett über Höhe und Datum. Hessen überweist den Aufschlag zum 1. April. Naja, wenn das kein Aprilschatz ist. Berlin, das ebenfalls zum 1. Dezember die Bezüge erhöht, will auf Rückwirkungen und Nachzahlungen verzichten. Ja, ist ja klar, Berlin hat keine Kohle. So, Beamte kriegen tausende Euro Wohnzuschuss vom Staat. Auslöser ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, jetzt kommt's, von 2020. Danach sind die Länder verpflichtet, die steigenden Wohnkosten der Beamten. Mann, gut, dass die steigenden Wohnkosten nur bei Beamten entstanden sind. In der Entlohnung fair zu berücksichtigen. Oma Trude, machst du noch Essen? Ja. Fair zu berücksichtigen, Alimentationsprinzip nennt man das. Jetzt wird das Urteil umgesetzt. Brisant ist, das gilt auch für Richter. Die bekommen auch mehr Kohle. Praktisch die Richter, die das Urteil jetzt gefällt haben, umgesetzt haben. Nicht umgesetzt, gefällt. Der Bund der Steuerzahler ist empört. Markus Berkenkopf. Die Erhöhung ist nicht nachvollziehbar. Der Eindruck entsteht, dass Lohnentscheidungen besonders positiv ausfallen, wenn die Entscheider selbst davon betroffen sind. Ist ja wie bei der Diätenerhöhung. Sonst ist keiner im Saal, ja, in der hohen Kammer. Aber wenn es an die Diätenerhöhung geht, dann, naja, dann sind alle da. Leute, weiter geht's im
zum Land und ja, Beiträge teilen, ja, Abo da lassen, wenn ihr wollt. Ja. Und tja, da sind sie. Da sind die Kollegen. Bis nachher.